Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft Sky Factory. Ich habe hier ein bisschen ausgebaut, habe schon angefangen den Cobblestone Generator hier vorzubereiten und wir werden den jetzt wieder aktivieren. Dazu kommt hier die Lava hin, da entsteht ein Cobblestone. Wir bauen im Grunde dasselbe Prinzip wie vorne auch. So. Und jetzt haben wir was vergessen. Das Upgrade kommt da rein. Ah, okay, der füllt sich jetzt wieder. Da kommt der Lever wieder hin. So, aus. Gut, füllt sich nicht weiter. Aber wir brauchen noch von diesen Transfer Pipes ein Redstone. Redstone haben wir nicht hier. Verdammte Axt. Müssen wir uns noch mal ein bisschen was holen. Wir haben ja genug Zeug. Hinten auch bald. Schön wäre es noch, wenn die Bäume hier wachsen würden. Ich kann ja einfach twerken hier. Weil wir brauchen Holz. Das wieder weg. Den hierher. Brauchen Holz, weil wir müssen noch mehr Solarzellen bauen, auch diese Folge. Auf jeden Fall, damit wir hier mehr Strom generieren, weil das, was wir hinten haben, ist einfach zu wenig. Aber die Bäume wollen nicht so wie ich. So, okay, hier haben wir noch einen. Den nehmen wir noch mit und ich glaube, das müsste dann auch erstmal reichen. Pflanzen natürlich nochmal an. So. Redstone haben wir. Transfer Pipe. Müssen wir uns jetzt craften. Also brauchen wir ein bisschen Glas, Redstone und wir nehmen hier Eisen, weil Eisen haben wir im Moment genug. Dann haben wir 8 Transfer Pipes, sehr gut. So, der müsste sich jetzt eigentlich... Ja, wo ist der Sand hin? Wo ist der Dust hin? Ist voll. Oh, hier ist schon das drin. Dann war die Transfer Pipe an. Ich will nämlich im Moment nicht, dass die an ist. Genau, so passt's. Hier ist aber noch das drin. So, wenn wir die jetzt anmachen, müsste sich der hier füllen. Genau so soll das sein. Wenn wir die wieder ausmachen. Geht hier nichts weiter. Jawohl. Also das ist unser Hauptschalter. Wenn der aus ist, dann funktioniert die ganze Straße nicht. Wir werden mal gucken. Wir werden das Ganze wahrscheinlich auf die andere Seite auch nochmal bauen. Weil wir sind hier wirklich genau in der Mitte. Das war jetzt Zufall. Aber wir bauen das auf die andere Seite auch nochmal. Und zwar mit doppeltem Hammer wahrscheinlich. Dass wir da gleich Dust rauskriegen. Ne, erst Sand, dann Dust. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall arbeiten die hier ziemlich gut. Wenn wir das wieder anmachen, dass hier das voll durchgehauen wird. Gut, das war unser Soll für jetzt. Wir wollten Solarzellen noch bauen.
Glas und Aluminium. Was ist da los? So, Aluminium. Dann das so. Das reicht gar nicht. 14. 7. Ja, nur noch 2. Alles schon mal gut. Wir bauen uns hier nochmal ein Crafting Table Station. Können wir hier das nämlich schon mal anordnen. Ja, das ist die Geschichte mit dem Dust. Ich hätte ja gerne so ein verzaubertes Buch, damit wir hier deutlich effektiver rauskommen. Aber ich werde jetzt mal auf das Zeug zugreifen, was mir mein Mini Eddie, glaube ich, geschenkt hat. Nämlich hier ein bisschen Redstone. Insgesamt. Okay. Und dann bauen wir mal die hier ab. Ich hoffe, ich kann da drauf stehen bleiben. Puh. Hat geklappt. So. Können wir nämlich nochmal 2 große Solarzellen bauen. Das ist sehr nice. Gold brauchen wir mal kurz. Ich verlagere jetzt so allmählich die Produktion nach hier hinten. Das ist ja unser Ziel, dass wir hier hinten sind und nicht mehr davon. Oh, komm, hopp. Jawohl. Redstone Reception Coil. Und 2 Solarzellen. Level 2. Wir haben unsere Energieversorgung somit eigentlich verdoppelt. Und es sollte jetzt auch deutlich spürbar sein. Also fast verdoppelt, ja? Nicht ganz, aber fast. Nicht backen. So, was wir halt immer noch ziemlich viel brauchen, ist Limestone. So, seht ihr hier, unsere Leadstone Energy Cell, die füllt sich, obwohl wir 2 Geräte, ne, das ist nicht mehr in Betrieb, aber das werden wir jetzt auch wieder in Betrieb nehmen. Dann hauen wir jetzt noch Kupfer rein. Die füllt sich immer noch. Das aktivieren wir hier mal kurz. Oh, das muss reichen. Jetzt sind alle Geräte in Betrieb. Und die Solarzelle produzieren genau so viel Strom, wie ich verbrauche. Ne, geht sogar wieder nach oben. Okay, hier ist schon wieder durch. Aber das ist schon ziemlich nice und gut. Wir werden, sobald wir hier mehrere Redstone haben, auch noch mal. Ich bin gerade am Überlegen. Ne, wir haben nichts mehr. So. Ist ein bisschen doof eigentlich, was ich hier gemacht habe.
sollte das vielleicht doch über eine Kiste lösen und von der Kiste dann erst wieder raussaugen, weil dann kann ich bestimmen, wann wirklich was weitergeht. So, so wie vorne auch. Die Kiste kommt hier drauf. Ja, ist jetzt nicht so wild. Den Hopper, den haben wir gekriegt. So, eine Transfer-Note müsste man nämlich noch irgendwo haben. Dann brauchen wir noch mal einen Lever. Hier dran und der ist aus. Also beziehungsweise an. Den hier machen wir jetzt mal weg, damit die Kiste da oben immer mit hoffentlich Cobblestone gefüllt wird. Ach so. Der hier zählt natürlich für beide. So soll das aber nicht sein. Kein Cleanstone mehr. So, jetzt passt's. Also die Kiste füllt sich. Ich wollte gerade sagen, ja, nichts mehr zu tun, das kann aber gar nicht sein. So, Nickel hauen wir hier auch noch rein. Natürlich kommen die Öfen irgendwann woanders hin. Wahrscheinlich eher hier in die Ecke. Wichtig war jetzt erstmal, dass wir die Energieversorgung haben, dass wir den ganzen Kram, den wir da vorne stehen hatten, hier über Solarzellen regeln. Das haben wir geschafft. Und daher bin ich soweit zufrieden. Mal hier ein Stack Cobblestone noch raus. Wir brauchen noch mehr Cleanstone, wir müssen unbedingt noch mehr Limestone generieren. Gerade mal, was wir an Marble noch rauskriegen. Marble brauchen wir auch irgendwann. Daraus soll ja unsere unser Hauptgebäude werden. Oh, das laggt immer irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt. An einem Arbeitsspeicher kann es eigentlich nicht sein. Hallo, was ist da los? Ach nee, schon wieder. Warum denn? Ich verstehe das nicht. Uxa.
So, jetzt muss man nur das Silber durchhauen. Also im Moment ist es so, dass sobald wir diesen Schalter umlegen, die ganze Produktion in Fahrt kommt. Ich weiß gar nicht, wie sinnvoll der hier ist. Eigentlich braucht man den nicht. Aber ich bin schon ganz zufrieden, dass es jetzt so ist, wie es ist. Dass wir ja automatisch, relativ automatisch vorwärts kommen. Wir werden das jetzt auch so nebenbei einfach durchlaufen lassen und kümmern uns ums Holz, würde ich jetzt mal sagen. Da vorne stehen nämlich vier Bäumchen, glaube ich. Da hinten läuft ja einfach durch. Ja. Der Chang ist geladen. Da haben wir keine Probleme mit. Vielleicht sollten wir uns gleich noch mal ein bisschen ums Essen kümmern. Die Karotten können wir mal wegmachen. Eigentlich. Wir futtern sowieso eigentlich die meiste Zeit nur Kartoffeln. Und unglaublich, aber das kleine Feld reicht uns wirklich aus, um hier nicht zu verhungern. Wolle. Könnten wir uns mal noch ein Bett machen. Da müssen wir nämlich nicht immer vorrennen, wenn wir schlafen wollen. Gut. Es nimmt so langsam Gestalt an, dass wir hier was bauen wollen. Dann können wir hier noch mal eine Kiste machen, wenn uns das gestattet ist. Nochmal eine Doppelkiste für... Ich weiß gar nicht mehr, weshalb ich die jetzt gebaut habe. So, dahin. So, da kommt jetzt lauter solches Zeug rein, mit dem wir irgendwas craften können. Metalle, Redstone, lauter so Zeug. Und hier tun wir den Marble und so rein. Holz, Glas. Ne, Glas brauchen wir in der anderen. Cleanstone. Die Eimer können wir da reinmachen. So, Bett stellen wir hier rein. Ich stelle mal hier mal einfach offen hin. Ja. Gut, also ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dieser Folge. Wir haben alles automatisiert, was wir vorne auch hatten. Wir müssen natürlich noch ein bisschen mehr auf Stein gehen.
um den ganzen Limestone rauszukriegen. Ich glaube, dafür werde ich nächstes Mal nochmal hier ein bisschen Solarzellen upgraden. 3 Stück passen noch rein. Und ja, auf der anderen Seite, also da drüben, bin mir da nicht sicher. Ich brauche eigentlich mehr Siebe. Dann muss ich gerade mal gucken. Sieve. Auto Sieve. Zero in the box. In a box. Dann brauchen wir einen Haufen Eisen. Silkmesh. Silkmesh haben wir, glaube ich, nicht mehr. Da gehe ich jetzt noch mal kurz nachgucken. Und dann beende ich auch diese Folge von heute. Strings haben wir. Komm mal gucken. Wie ging der Silkmesh nochmal? So. Okay. Und warte mal, hier haben wir noch ein Sieb. Das können wir ja auch dafür verwenden. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall nochmal 2 Siebe hin. Aber die mache ich jetzt noch. Ich brauche 4 Eisenblöcke. Ein paar Panels. Noch ein bisschen Eisen. Dann haben wir schon 1. Das zweite kriegt man hier hin. Ne, nicht Locks. Und Wood Planks. So, haben wir nochmal 2 Siebe. Ich kann aber überlegen, wenn ich die hier hinstelle. Wenn ich die hier hinstelle, dann können die eigentlich jetzt schon arbeiten. Energie. So, so. Wir sollten Energie kriegen. Ja, tun sie auch. Die zapfen halt jetzt direkt von den Solarzellen Energie ab. Ist aber nicht so schlimm. Und diese Lags. Sie verlassen mich einfach nicht. So, die arbeiten jetzt auch noch. Natürlich ist die Steinproduktion wahrscheinlich ein bisschen langsamer. Aber das ist egal. Wir tun alles dafür, dass wir hier weiterbauen können. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch mal bei den anderen vorbei, die hier mitspielen. Das war knapp. Die sind alle in der Beschreibung verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.